Hi, ich bin Sascha von Urban Moto. In dem Video zeige ich euch die originale Moto Guzzi Jeansjacke als Fahrerjacke. Was haben wir hier? Wir haben eine originale Moto Guzzi Jacke, die der Max hier gerade trägt. Das ist jetzt hier Größe L. Auf, wie groß bist du? 1,89. Also auf 1,89. Und sehr gut zu tragen als Casual-Jacke und im Fahrerbetrieb. Das heißt, wir haben ein Mischgewebe aus Denim-Polyester, was abriebfest ist. Dazu Protektoren in den Schultern sowie in den Ellenbogen. Es gibt eine Rückenprotektortasche und dieser Protektor ist nachrüstbar. Den Protektor dazu findet ihr unten bei uns nochmal im Zubehör drin verlinkt. Also im Artikel drin. Ansonsten haben wir von außen zwei Taschen oben aufgesetzt, zwei Brusttaschen sowie zwei Einschubtaschen an der Seite. Die Einschubtaschen sind mit einem Reißverschluss versehen, sodass ihr auch einen Schlüssel drin tragen könnt oder euer Handy, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass während der Fahrt fliegen geht. Ansonsten haben wir hier oben schön ein Moto Guzzi Logo eingesetzt, also einmal das Logo mit dem Adler sowie den Schriftzug. Das Ganze wirkt so ein bisschen silbern und sobald Licht drauf kommt, das ist das Besondere daran, ist es reflektierend, das Logo. Also hat einen Sicherheitsaspekt, sieht aber auch gut aus. Oben nochmal ein kleiner Verschluss mit einem Druckknopf, wo ihr quasi den Kragen zumachen könnt. Das Schöne bei der Jacke ist, ihr habt eine Casual-Jacke, das heißt, also ihr könnt die wirklich auch abseits des Motorrads tragen, macht aber auch auf dem Motorrad eine gute Figur und hat natürlich die Sicherheitsaspekte. Wenn ich mal ein bisschen zur Seite drehe, Max, wir haben hier an der Seite den bekannten Moto Guzzi Motor abgebildet mit so einem edlen Stick, nochmal rot umrandet, sieht auch sehr gut aus. Hier an der Seite sehen wir nochmal so ein Cordura-Fähnchen, also dass wir auch sehen, dass es wirklich Cordura-Denim ist, also hochwertiges Material, was auch abriebfest ist, was hier verbaut wurde. Ansonsten drehe ich einmal um. Wir haben auf den meisten Bildern hier oben und an den Seiten Reflektoren. Die hat Moto Guzzi jetzt in den Jacken allerdings nicht verbaut, das heißt, wir haben hier keine Reflektoren. Klassisch unten nochmal einstellbar, wie bei einer Jeansjacke normal. Und wie gesagt, Rückenprotektor nachrüstbar, sagte ich ja bereits schon, gibt es unten bei uns im Shop oder im Artikel verlinkt. Und wenn ihr Fragen zu der Jacke habt, schickt uns gerne eine E-Mail an service@urban-moto.de. Die Adresse seht ihr hier nochmal eingeblendet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke für weitere Videos. Und den Link zum Artikel findet ihr unten auch nochmal in der Beschreibung. Also, ich würde sagen, vielen Dank, Max, und macht's gut. Bis dann. Ciao.